Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Talk About Blackies Live. Mein Name ist natürlich Blackridge. In der letzten Episode haben wir über die Bekanntschaft zu meinem Hund gesprochen, wie habe ich den kennengelernt, etc. etc. Da habe ich jetzt auch, ja, die Playlist besteht schon ein bisschen länger, da könnt ihr euch einfach mal angucken, die ganzen Let's Talk About Blackies Live Dinge. Und ich habe mir heute überlegt oder mir mal Gedanken gemacht, worüber ich heute reden möchte, reden kann, weil wie gesagt, irgendwann ist halt mal Feierabend mit Blackies Live, dann kann ich halt nur noch das sagen, was in den letzten Tagen passiert ist und das finde ich halt ein bisschen doof. Aber natürlich zu meinem Leben gehört ja mittlerweile auch YouTube und darüber möchte ich heute so ein bisschen reden. Wie bin ich dazu gekommen? Seit wann bin ich da? Wie waren die ersten Schritte? Ne, so die ersten Hürden in dem YouTube-Leben, sage ich jetzt mal, möchte ich mal so ein bisschen drüber reden, auch so Netzwerke vielleicht, anfängliche Schwierigkeiten, bla bla bla. Mal schauen, wie war das Aufziehen? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und reden nicht lange drum herum, ne? Viel Spaß. Ja, also mein Kanal, der heute sozusagen auch mein Aushängeschild ist für euch da draußen, den habe ich am 17.09.2006 gegründet oder erstellt etc. Damals habe ich aber noch gar keine Videos gemacht. Ich kann mich halt auch nur dunkel daran erinnern, dass ich halt das gemacht habe, weil ich Videos kommentieren wollte, also drunter halt Kommentare setzen wollte oder mir halt Videos angucken wollte. Ich weiß gar nicht mehr wieso, das war halt damals so in. Damals noch unter einem ganz anderen Namen, den ich bis heute wahrscheinlich nicht ändern kann. Und zwar ist das Alucard HOR. Immer noch so ein bisschen der Schandfleck auf diesem Kanal. Aber naja, mittlerweile weiß jeder, dass ich Blackridge Pictures oder Blackridge heiße. Und das ist eigentlich auch so das, was ich eigentlich immer wollte. Also sobald ich die URL ändern kann, dann wird da nicht mehr Alucard Horst stehen, sondern Blackridge Pictures. Ich hoffe, das geht irgendwann mal. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, 2006 den Kanal gegründet. Damals ist nicht sehr viel auf dem Kanal passiert. Das allererste Video habe ich erst nämlich 2010 hochgeladen. Genauer gesagt am 8.5.2010. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin, damit anzufangen, aber zumindest sehe ich es jetzt hier auf meiner Seite 18. Ja, so viele Seiten habe ich jetzt schon mittlerweile erstellt. Ich weiß nicht, wie viele Videos sind. Das sind bestimmt Tausende. Und zwar ist das eine Photoshow, um zu erklären für euch da draußen, vielleicht die es nicht wissen, was eine Photoshow ist. Eine Photoshow ist eigentlich, naja, mehr oder weniger ein Video, wo Bilder gezeigt werden, die zur Musik passen, mit etwas Text. Und da war mein allererster Versuch, Blackridge by Your Side. Ich kann den Link dazu gerne in die Videobeschreibung schreiben, damit ihr mal seht, was der Blackie so als allererstes hochgeladen hat. Die Fotoshows habe ich auch, naja, eine gewisse Weile lang beibehalten, ja, bis zum 7.2010, also Monat 7.2010. Habe ich immer mal wieder so ein bisschen Fotoshows gemacht zwischendurch, waren halt mehr schlecht als recht. Dann habe ich so ein bisschen halt Testvideos gemacht von Trackmania, dieses Rennspiel, habe ich ein paar selbstgebaute Strecken gefahren und die halt gefrapst und vielleicht ein bisschen dazu gesprochen. Damals ja nur 10 Minuten Aufnahmen, war ja damals so, ne, musste man ja dann irgendwann mal mit einer E-Mail-Adresse belegen oder halt mit einem Handy sich verifizieren. Und dann habe ich ganz, ganz langsam angefangen mit Let's Plays. Mein allererstes Let's Play begann am 2.5.2011 mit Let's Play Hellgate London. Oh ja, ich kann mich doch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Ich habe es einfach nur gefrapst und habe dann nachher einen Commentary draus gemacht und habe es trotzdem Let's Play genannt. Es gab da halt einige Schwierigkeiten. So sehe ich das heute. Und ich habe das Spiel eigentlich schon sehr gemocht. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es nie wirklich weiterentwickelt wurde. Ich glaube, irgendwann kam mal Hellgate London 2 raus. Aber ich habe dieses Let's Play auch irgendwann, glaube ich, abgebrochen, weil es einfach, ja, es kam nicht an und ich weiß nicht. Für mich war es halt einfach ein Test. Und ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Ich gehe jetzt hier mal einfach mal eine Seite zurück. Also das war dann schon fast ein Jahr später. Das waren sozusagen meine allerersten Schritte bei YouTube mit ein bisschen Fotoshows und Let's Play Hellgate London. Und
Ja, dann kam so langsam, aber sicher die Zeit des Ausprobierens. Ich habe hier zum Beispiel ein Arena-Video reingeschmissen von World of Warcraft, habe Teamspeak-Mitschnitte reingeschmissen, habe so ein bisschen meine anfängliche Photoshop-Arbeit mit reingeschmissen, ein paar Kill-Videos von unserer ehemaligen Stamm, totale schlechte Qualität und auch nur Zeitlimit, 15 Minuten alles noch. Ich glaube, hier ging es dann so langsam los mit den 20 Minuten, aber alles noch Let's Play Hellgate London. So ein bisschen Kill-Videos von World of Warcraft halt immer mal wieder mit reingeschmissen. Und dann im Dezember 2011, beziehungsweise Januar 2012, habe ich angefangen mit einem Kollegen aus damals einer Gilde von World of Warcraft Let's Play Together mehr oder weniger zu machen. Und zwar haben wir damals Call of Duty Modern Warfare 3 gezockt. Ich weiß es halt nicht, wir haben es durchgezockt, natürlich. Ich wollte es auf jeden Fall vollständig auf meinem Kanal haben, das weiß ich heute noch. Aber es war halt auch nicht so das Wahre. Also ich habe mich viel ausprobiert, was ich so machen wollte. Habe halt immer mal wieder Kill-Videos gemacht, ne? Habe halt so ein paar The Movie-Projekte gemacht, die sich kein Schwein angeguckt hat. Hier war meine allererste große Aufnahme, Assassin's Creed, 4,5 Stunden, hat 19 Aufrufe, das guckt sich keine Sau an. Hab denn mal einen Guide gemacht zum Krieger. Das war Februar 2012. Die Uhrzeit ist auch ganz toll, 23 Uhr. Das kam eigentlich relativ gut an. Da habe ich so ein bisschen vielleicht schon so mitbekommen, was ich eigentlich machen möchte oder was ich vielleicht ausprobieren möchte. Habe dann halt immer mal wieder ein bisschen was Altes noch mit reingenommen, Fotoshows und so weiter und so fort. Also so die ersten 2, 3 Jahre waren eigentlich wirklich sehr ausprobiermäßiges Zeug mit Call of Duty Let's Plays, noch ein paar Fotoshows, immer mal wieder ein paar Kill-Videos von World of Warcraft. Und dann, ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, habe ich mit jemandem aus meiner Gilde so ein bisschen über World of Warcraft gesprochen und der hat mir halt so ein bisschen was erzählt, was ich überhaupt noch gar nicht wusste. Und zwar nämlich so ein bisschen geschichtliche Hintergründe von World of Warcraft, wie, ich weiß gar nicht mehr, was damals so das Thema war. Ich glaube, dieser eine Feuerbaron hinten in Richtung Teufelswald war der, glaube ich, irgendwo, hat er mir irgendwas drüber erzählt und ich fand das eigentlich sehr interessant und habe mir dann halt so überlegt oder habe mit ihm so gesprochen und habe ihn gefragt, ja, was würdest du denn halten, wenn ich einfach mal ein Video für YouTube mache von der Geschichte World of Warcraft? Ich mache einfach mal ein, zwei Teile. Weiß ich noch nicht genau was, und du schaust dir das an und sagst mir dann, wie du das findest. Und so ist halt mein allererstes World of Warcraft-Lore entstanden, nämlich Teil 1, die Entstehung Azeroths, am 28. Februar 2012. Und, oh mein Gott, die Qualität. Nicht nur das Fiepen, Entschuldigung, nicht nur, dass mein Mikrofon übelst gefiept hat, damals noch mit Headset aufgenommen, heute habe ich ja ein professionelles Mikrofon, ja. Damals noch mit Headset, was übelst gefiept hat. Nicht nur das, sondern ich habe auch übelste Gülle erzählt. Aber selbst heute kann ich es so sagen, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht muss man das auf YouTube machen. Es ist bis heute mein meistgesehenes Video überhaupt. Platz 1. Unangefochten. Danach kommt irgendwann erstmal Illidan, glaube ich, oder irgendwas anderes. Ja, dann habe ich also die ersten 2 Videos hochgeladen von der World of Warcraft Lore. Habe so ein bisschen Werbung gemacht in verschiedenen Foren etc. auf den offiziellen Blizzard-Seiten, da wo man sich halt eben einschreiben kann, dass man halt Projekte auf YouTube macht oder was auch immer. Und habe halt so gesehen, das kommt doch schon relativ gut an. Natürlich gab es Beschwerden über die Qualität und über meinen Stil. Ich habe halt damals immer so ein bisschen überlegt, wie will ich das aufziehen? Dieses einfache Freierzählen aus dem Kopf, das ist Müll. Das sieht man genau dort, dass ich das nicht kann. Also habe ich mir überlegt, okay, du hast spezifische Internetseiten, wo es halt so World of Warcraft-Lore gibt. Die möchtest du aber vielleicht nicht eins zu eins aberzählen, weil das ist vielleicht ein bisschen doof. Habe ich aber im allerersten Teil so gemacht. Nämlich Illidan Sturmgrimm, das ist an oder hochgeladen worden, entstanden am 13.03.2012. Auch noch mit sehr schlechter Audioqualität, das zieht sich noch eine ganze Weile bis nach oben hin. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich habe halt damals so ein bisschen überlegt, was will ich machen? Okay, ich lese mal zum Test einfach mal von der Forscherliga Wikia eine Lore 1 zu 1 ab. Und das kam gut an. Und da habe ich mir überlegt,
so ein bisschen in die Podcast-Szene zu gehen. Ich habe das erst ein bisschen später, ich glaube ab dem fünften NPC habe ich das entwickelt, dass ich mir gesagt habe, Entschuldigung, dass ich mir gesagt habe, ich suche mir von den verschiedenen Wikia-Seiten, die es im Internet gibt, auch vielleicht ein bisschen Englisch, auch wenn mein Englisch echt beschissen ist. Das sollten die Leute ja mittlerweile wissen. Hab mir da halt ein bisschen was zusammengesucht von den einzelnen Seiten, weil jeder hat immer noch ein bisschen was dazu geschrieben oder jeder hat was anderes erzählt. Hab mir das zusammengesucht, hab mir meinen eigenen Artikel daraus gemacht und den dann halt eins zu eins abgelesen. Und dann hieß es halt trotzdem noch, ich lese ab. Natürlich lese ich ab, aber es ist halt aus, ich sag mal, drei, vier unterschiedlichen Wikia-Seiten zusammengetragen und halt ein bisschen geordnet, da noch ein bisschen was angefügt, keine Ahnung, halt dieses Baukastensystem. Aber das war, wie gesagt, ich glaube, so ab dem fünften oder sechsten NPC. Kommen wir ja vielleicht gleich noch zu. Ja, hab dann immer mal wieder so ein paar kleinere Projekte gestartet, wie Musikprojekte, wo ich eigene Musik so ein bisschen, ich sag mal, produziert habe, Speedpainting-Videos aus meinen Photoshop-Projekten, weil ich da ja auch ein bisschen weitergehen wollte. Und bin dann sozusagen straight on durchgestartet mit der World of Warcraft Lore. Hier, das letzte auf dieser Seite ist Arthas am 21.07.2012. Joa. Dann, wie gesagt, habe ich so mitbekommen, okay, das kommt echt ganz geil an. Ich produziere also weiterhin World of Warcraft Lore, mache zwischendurch mal vielleicht mal hier und da ein bisschen was Lustiges, hier und da mal vielleicht ein bisschen Musik, vielleicht hier und da mal ein paar andere Let's Play-Projekte, wie zum Beispiel hier Ion, The Tower of Eternity, war aber eigentlich recht kurz, weil das Spiel mir irgendwann mal zu langweilig wurde. Außerdem bin ich, glaube ich, mittendrin eingestiegen und habe nicht ab Anfang an Let's Played. Das war vielleicht so der Fehler da drin, aber zumindest habe ich die wichtigsten Sachen erklärt. Ne, Informationen zu Meilenstein und Stigmas, Housing Quest und so weiter und so fort. Ne, ist, denke ich mal, cool soweit. Ja, hab dann auch angefangen mit so ein paar kleineren Reviews, wie zum Beispiel ja, ein Tutorial für Panda Antivirus in dem Moment 2013. Let's Plays, Ion, ein paar AMVs rausgehauen und trotzdem immer noch wird auf Warcraft-Lore gemacht. Und ich schaue gerade mal, ich glaube, es war entweder Thorfang oder Varian, einer von den beiden, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so zu hundertprozentig, wo ich angefangen habe, eben dieses Baukastenprinzip zu machen, unterschiedliche Wikia-Seiten zu nehmen und daraus dann eben meine Lore zu schmieden. Ich sage jetzt einfach mal, es ist Varian, weil der ein bisschen älter ist. Das Video ist entstanden am 25. November 2012. Ja, habe immer mal wieder so ein bisschen Let's Plays gemacht, also das, was mir Spaß gemacht hat und das, was ihr halt so wolltet. In dem Sinne Lore, weil da hat es dann so langsam angefangen mit Varian, dass die Kommentare kamen, wie mach doch mal diesen und diesen NPC. Und trotzdem habe ich halt immer mal wieder ein bisschen was gemacht. Und hier sehe ich es gerade. Knapp 2 Jahre später, so lange hat es gedauert, habe ich mein allererstes Subscribers-Abonnementen-Spezial rausgehauen. Und zwar am 13.12.2012. Das waren damals 50 Abonnementen. Und ich weiß nicht, ich habe mich darüber übelst gefreut. Ich weiß noch, wie das immer wieder von nach oben und nach unten ging. Ne? Dann hast du 48, dann hast du wieder 45, dann hast du wieder 49, dann hast du wieder 44. Und das hat sich einfach über Wochen, Wochen, Wochen hinweggezogen. Und dann kam auf einmal die magische 50. Und dann habe ich mich so gefreut. Und dann hat es wieder Wochen gedauert, bis es 55, 60 wurden, etc. Aber eigentlich ging es ab da leicht bergauf. Der eigentliche Knacks kam dann erst so mit 200, glaube ich. Aber vielleicht sehen wir das ja noch. Ich habe ja jetzt hier gerade die Übersicht drin. Ich schaue auch gerade mal, wie viel Zeit haben wir. Ah ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Black is Life geht lang. Ich möchte über mein Video oder über meine Projekte bei YouTube reden, wie es dazu kam, etc. Wie so mein Werdegang ist. Ja, habe hier zwischendurch immer mal wieder, wie schon gesagt, Let's Plays gemacht. Hier zum Beispiel Portal. Ach, Portal Knights, ja genau, das kommt erst heute. Portal 2. Das ist dieses Spiel mit diesen, ne, Portalen, wo du halt Laser durchschießt und gewisse Rätsel ausführst, da kannst du auch zu zweit machen. Aber im Endeffekt habe ich mich doch mehr oder weniger auf die World of Warcraft Lore spezialisiert. Hier sind wir dann mittlerweile, Moment, ich guck mal kurz, ob wir hier nochmal 2012 haben.
Aber wir waren ja vorher mit Call of Duty schon fast in 2013. 25. Februar 2013 waren wir schon beim 23. NPC und das waren in dem Sinne die Naru. Davor gab es die Four Drinks. Also, ich habe auch ein bisschen was ausprobiert, ne? Vielleicht Four Drinks die ganze Familie zu nehmen oder halt die Naru eben zum Beispiel alle Narus mit einzubinden. Ja, gab denn hier das allererste Mal das dreijährige Bestehen auf YouTube, was mir die gute Chemie zusammengeschnibbelt hat. Das ist am 7.3.2013 gewesen. Nicht nur mein dreijähriges Bestehen, sondern auch gleichzeitig noch so ein kleines Geburtstagsgeschenk für mich. Fand ich sehr toll. Habe ich halt immer mal wieder ausprobiert mit Let's Plays, Heroes of the Storm, genau. StarCraft 2 kam nicht so gut an. Ich war die meiste Zeit Brain AFK. Ich muss halt auch erstmal herausfinden, welche Spiele mir liegen und welche Spiele mir nicht so liegen. Da habe ich halt herausgefunden, okay, Strategie oder da, wo du sehr viel nachdenken musst, das ist vielleicht nichts für YouTube. Aber gut, das haben wir ja halt dann trotzdem mit der Zeit mitbekommen. Ich habe die Kampagne trotzdem, glaube ich, durchgezogen und fertiggestellt. Soweit weiß ich das noch. Aber ich habe dann keine anderen StarCraft-2-Spiele mehr gespielt, sondern habe das einfach nur noch fertig geballert. So, und dann schauen wir mal. Hier kommen die allerersten Städte-Lores. Und zwar im April 2013 habe ich angefangen mit der Narsus und Exodar. Habe dann halt auch noch Sturmwind Eisenschmiede, Unterstadt Silbermond, Orgrimmar Donnerfels. Also die jeweils zusammenhängenden Städte, sage ich jetzt mal genommen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber eigentlich passt es doch ganz gut, dass ich halt dann immer, ne, der Narsus Exodar hängt halt auf der einen Seite zusammen. Sturmwind Eisenschmiede ist auch zusammen. Unterstadt Silbermond kann man auch zusammenpacken, also das passt eigentlich immer ganz gut. Und als letztes hatte ich dann noch Shadrat und Dalaran mit reingeballert, weil ich das irgendwie vergessen hatte. Dazu immer noch so eine kleine Map. Ich weiß nicht, wie es angekommen ist, die Views. Naja, aber das soll jetzt ja nicht sein. Es soll ja euch gefallen und mir hat es auch eigentlich Spaß gemacht, die anfänglichen Zeiten, aber irgendwann kam ich halt einfach mal in dieses. Ja, ich sag mal, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich habe einfach gar keinen Bock mehr drauf. Oh, hier sehe ich es gerade. War das der Juni, Juli 6, 2013, Monat 6, 2013, hatten wir dann das 200 Subs Special. Also wir hatten, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Kurz davor, ich glaube im selben Jahr war das noch. Ich bin schon wieder, ne, ich vergesse immer ziemlich viele Sachen, das tut mir voll leid. Noch eine Seite zurück. Hier habe ich noch ein paar Trailer hochgeladen. Es ist halt auf jeden Fall spannend, auch für mich einfach mal nochmal so den Werdegang durchzuschauen und zu schauen, was hast du eigentlich so die ganze Zeit lang gemacht. Ah ja, hier. Dezember 2012 hatten wir 50 und dann 6, 2013 hatten wir dann schon 200 Abonnementen. Das hat dann halt nur noch ein halbes Jahr gedauert. Also es ging dann wirklich sehr steil aufwärts und ab dann noch viel steiler. Also ich merke mir das jetzt einfach mal oder ja, wahrscheinlich merke ich es mir nicht. Deswegen mache ich das einfach mal die nächste Seite in einem neuen Tab auf, damit ich da jederzeit nochmal zurückgehen kann. Also der nächste Meilenstein, 6, 2013 mit 200 Abonnementen, hat mich auch übelst drüber gefreut. Aber ich glaube, das 50. das war sozusagen für mich das Einbringendste, weil ich darüber niemals nachgedacht hätte. Das habe ich auch damals in dem Video gesagt. Und ja, dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, in demselben Monat 6, 2013, was möchte ich eigentlich noch so großartig machen? Also klar, die NPC-Lore war halt voll im Kommen. Was möchte ich noch machen? Da habe ich dann halt angefangen mit der World of Warcraft Blizzard Original-Lore. Das heißt, direkt von Blizzard abgelesen sozusagen. Die haben mir ja da ihre Kurzgeschichten verfasst und habe da dann halt einfach ein bisschen was vorgelesen. Das kam eigentlich auch ganz gut an. Die Arbeit war echt nicht ohne, da halt 8 Seiten teilweise durchzueiern und das vorzulesen. Und dann noch so ein paar Spezialsachen gemacht, wie zum Beispiel Shadow of Argus, damals noch von Venian.io. Habe ich sogar damals eine Mail bekommen, weiß ich heute noch. Von Venian, der gesagt hat, das ist verboten. Und ich so, mach doch. Es wurde nie gestrikt. Ja, gut. Man sollte sich vielleicht auch nicht zu sehr darüber freuen, nicht wahr? Ja, dann habe ich halt angefangen mit Let's Play Dust. Das fand ich eigentlich schon ein bisschen besser, aber trotzdem war es halt eher Brain AFK. Ich glaube, das Let's Play habe ich auch abgebrochen. Und, hier, guck mal. Mensch, im selben Jahr,
2013 haben wir sogar noch die 500 Abonnementen geknackt. Also das ging dann echt steil aufwärts, muss ich sagen. Ich bin da echt ein bisschen erfreut drüber. Heutzutage ist das wieder so ein bisschen kleckerweise. Aber wir haben jetzt schon 2500, glaube ich, oder so in dem Dreh. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Moment. Ja, nicht ganz. 2300. Aber naja, es ist halt, nö, kleckerweise mittlerweile interessiert mich das nicht mehr. Aber damals war ich halt wirklich sehr abogeil, wo ich dann halt wirklich gesehen habe, 50, geil, 200, oh, jetzt will ich noch mehr, 500, bäm, noch mehr. Und naja. Gut, dann habe ich halt so ein paar auf Wünschen hingegen im Oktober 2013 Klassen und Rassen der Allianz und der Horde gemacht. Ne? Habe halt auch so ein bisschen Hearthstone angefangen zu Let's Playen, beziehungsweise euch zu zeigen, die einzelnen Decks, wie ich die spiele, meiner Spielweise vielleicht und so weiter und so fort. So, dann danach, wo ist es denn? Ach, hier. Ja, im Dezember 2013 fing ich dann an mit Let's Play Final Fantasy VIII. Ja, 3 Jahre, naja, sagen wir mal 2 Jahre läuft dieses Projekt schon mittlerweile. Ich habe ja auch zwischendurch eine Pause gemacht, dazu kommen wir vielleicht später noch. Das werde ich ja dann hier im Laufe der Zeit sehen. Und da habe ich mitbekommen, das ist ein Spiel, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Weil ich kann es heute sagen. Mir macht es unheimlich viel Spaß, den Dingen, die keine Sprache haben, eine Seele zu verleihen. Ja, in dem Sinne, es war ja damals noch keine Sprache drinne, die Charaktere hatten einfach nur einen Text und den konntest du dann halt einfach nachvertonen. Und ich fand das einfach, wenn ich mir heute so die ersten Episoden von Final Fantasy VIII angucke, welche Stimmen ich den einzelnen NPCs, Charakteren gegeben habe, fand ich das sehr genial und das habe ich bei Final Fantasy IX ja jetzt auch wieder eingeführt. Seit dem ersten Teil. Dazu kommen wir aber, ich weiß nicht, ob ihr den heute schon seht. Ich schaue gerade mal kurz rein. Nee, aber nächste Woche werdet ihr den sehen. Da werdet ihr dann mitbekommen, dass ich das wieder anfangen wollte. Ja, das Let's Play kam eigentlich auch relativ gut an, aber das war mir eigentlich egal. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das zu Let's Playen. Und ich habe halt mitbekommen, das ist so das, was ich vielleicht heute machen möchte, also das habe ich ja jetzt erst vor kurzem mehr oder weniger mitbekommen, dass das sozusagen etwas ist, was mir unheimlich viel Spaß macht, einfach Dingen meine Stimme zu geben und RPGs machen sehr viel Spaß. In dem Sinne Final Fantasy 8 und 9, ich könnte es stundenlang zocken, aber gut. Irgendwann ist halt auch mal Schluss, ne? Du kannst ja nicht, weiß ich nicht, für 2017 im Moment vorproduzieren, da ist irgendwann mal Feierabend. Ja, das hat sich dann eigentlich so über die Jahre hinweggezogen. Ich bin jetzt schon hier auf der nächsten Seite bei 2014. Habe halt immer mal wieder, ne, World of Warcraft Lore gemacht, habe halt so neue Sachen ausprobiert, wie Let's Talk About Warlords of Draenor, habe Cinematic Compilations gemacht, habe Let's Test Videos gemacht, habe Let's Play Together Projekte gemacht, habe aber trotzdem noch Let's Plays gemacht, wie Final Fantasy VIII, aber sonst glaube ich war es nichts weiter, was ich hier Let's Played habe. Ich sehe jetzt momentan nur Final Fantasy VIII. Jetzt bin ich schon im März 2013 und es geht einfach immer weiter geradeaus. Die NPC-Lores haben so im Schnitt, sage ich jetzt mal grob, 2000 Klicks für diejenigen, die es interessiert. Hört sich vielleicht nicht viel an, aber wie schon gesagt, das Entstehung Azeroths-Video, mein allererstes Video, was ich damals gemacht hatte, hatte ungefähr 50.000. Da seht ihr halt, ne, es gibt nichts, was das schlägt. Ich weiß nicht warum. So, 2014 habe ich dann mein allererstes April-Scherz-Video gemacht, wo ich dann einfach mal meinen Kanal dicht gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ich dann nur noch ein Video online hatte und es hieß, dieser Kanal wurde von der GEMA gesperrt und ein Video, leider ist dieses Video auf YouTube nicht erhältlich. Ich glaube, irgendwie 5 Minuten lang oder so. Und ja, am 1. April habe ich das dann aufgelöst und alles wieder so gemacht, wie es sollte. Es hat mir schon Spaß gemacht. Das waren ziemlich viele Kommentare unter diesen Spezialsachen. Vor allen Dingen bei der Warcraft Lore Teil 77 Spezial. Dieses Video ist leider an GEMA nicht verfügbar. Einfach nur bescheuert. Ja, dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, halt so ein paar, was
World of Warcraft Lore wieder neu zu machen. Also habe ich im April 2014 angefangen mit den Refurbished-Sachen. Von hier zum Beispiel Naxxramas in dem Sinne. Habe ich mir halt einfach so die Überlegung gemacht, mal wieder durch die ganzen Kommentare, die gesagt haben, ohne Qualität. Und ich halt einfach mal Sachen nochmal neu aufgenommen. Aber die alten werden bei bestehen. Also die bleiben natürlich so, wie sie sind. Habe ich auch mit Associations angefangen, also in dem Moment habe ich angefangen, einfach mir ein paar Bücher auszuleihen, wie zum Beispiel H.P. Lovecraft, Seton, Catoon heißt er ja, sorry, und irgendwas anderes und daraus einfach mal die Assoziation zu World of Warcraft zu ziehen, weil da Blizzard eigentlich schon sehr viel abgeguckt hat in meinen Augen, kam eigentlich auch sehr gut an. Dann kam mein 1000. Abonnementen-Spezial im April 2014 und auch darüber habe ich mich übelst gefreut, habe da eine halbe Stunde mit euch geschwafelt drüber, wie sehr ich mich freue. Aber, joa, ich bin eigentlich schon recht stolz auf den Werdegang bis heute. Natürlich möchte ich jetzt auch wieder ein bisschen größer werden vielleicht. So, im Juni 2014, also ich habe dann angefangen mit, da kam ja dann so ganz neu, oder da war es schon ein bisschen älter, Game of Thrones raus und ich habe die Serie schon sehr gesuchtet und habe halt ein bisschen geschaut, gibt es dazu schon Lore auf YouTube und es gab einfach gar keine Lore, weder in Englisch noch auf Deutsch. So habe ich mir überlegt, ich mache dieses Projekt, was ich in World of Warcraft habe, vielleicht auch mal testweise. Entschuldigung, für Game of Thrones und habe angefangen im Juni, habe ich schon gesagt, 2014 mit Sansa Stark und das kam doch eigentlich relativ gut an, muss ich sagen. Ja, habe dann halt immer mal wieder ein bisschen Original-Lore gemacht, ne, hier Daenerys Targaryen, ist heute halt ein bisschen eingefroren, weil, ich weiß nicht, es ist halt immer wieder schade, zu sehen oder zu merken, es dauert halt einfach locker ein Jahr, bis eine neue Saison, nee, wie heißen die Dinger, eine neue Staffel rauskommt und das ist halt doch schon manchmal ein bisschen doof, da bin ich halt einfach raus. Gut, was haben wir hier noch, das war jetzt sozusagen die letzten Updates, denke ich mal. Wo es halt so ein bisschen drum ging, halt auch mal neue Sachen zu machen, wie zum Beispiel Game of Thrones Lore. Hab trotzdem weiterhin World of Warcraft Lore gemacht. Hier habe ich dann die ersten nochmals Software- bzw. Hardware-Reviews gemacht von der Rocket Titan, was auch relativ gut ankam. Deswegen auch die Idee heute oder der Idee von letztes Mal, dass ich vielleicht sowas nochmal mache. Aber es ist halt auch eine Geldfrage, nicht wahr? Das sollte ja klar sein. So. Ja, das hat sich dann über die Wochen und Jahre hingezogen in Warlords of Draenor, weil man da ja am Anfang nicht fliegen konnte, habe ich so eine Überflug-Videos gemacht, aber die Videos kamen irgendwie nicht so gut an, eigentlich irgendwie wollte das keiner wissen, wie das von oben aussieht. Schade eigentlich, ich habe mir damals so viel Mühe für gegeben. Habe dann mal so ein paar Videos gemacht zu meinem UI für World of Warcraft etc. Hab wieder ein bisschen was refurbished. Jetzt zum Beispiel mal als ganz kleines Beispiel, März 2015 habe ich die Entstehung Azeroths, also mein allererstes World of Warcraft Lore Video, refurbished. Und ich habe ja gesagt, das allererste Video von der World of Warcraft Lore hatte ungefähr 50.000 Klicks. Die Neuauflage von der Entstehung Azeroths hat nur 1.200. Nur so als Tipp. Ja. Hab dann halt so ein paar Patch-Videos gemacht mit Details zu den einzelnen World of Warcraft-Patch. Also eigentlich habe ich wirklich sehr lange in World of Warcraft gehangen auf diesem Kanal, aber es kam halt auch eigentlich ehrlich gut an. Hab mal wieder ein paar Kill-Videos gemacht von unserer Gilde in, in der, Mann, wie heißt es denn? Schwarzwildgießerei. Dankeschön. Haben halt ein bisschen Trash-Talks gemacht in World of Warcraft, ne, und so weiter und so fort. So, jetzt sollte ich langsam aber sicher, denke ich mal, zum Ende kommen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Hier dann ein bisschen sehr, sehr viel später, im April 2015 hatte ich dann die 2000 Abonnementen und wir sind jetzt im Mai 2016, ich habe noch keine 3000, aber ich mache mir mittlerweile auch gar nicht mehr so den Stress dadurch. Ich mache einfach mein Ding. Hab jetzt werde wahrscheinlich das nächste
zu 5000 machen. Also das wird wahrscheinlich eh noch eine ganze Weile dauern. Oder zu 3000, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie lange es dauert. Mir ist es ja mittlerweile eigentlich relativ wurscht. Mir soll es Spaß machen. Euch soll es natürlich auch ein bisschen Spaß machen. Es geht natürlich auch um euch. Aber heute kann ich sagen, ich will nicht mehr nur auf die Wünsche der Community eingehen. Also, ich will mich eigentlich so ein bisschen, tut mir leid, so ein bisschen in die Richtung, wie Skronk damals, als er wieder angefangen hat mit Minecraft, gesagt hat, er möchte einfach nicht mehr so auf die Community hören, sondern möchte eigentlich sein eigenes Ding machen. Eigentlich würde ich das auch gerne machen, aber er es hat leider den Fehler gemacht, trotzdem wieder auf die Community einzugehen. Wer Gronkh schaut hier auf meinem Kanal, der weiß das ja wahrscheinlich. Und ich werde mich da hoffentlich nicht dran halten. Ich will einfach meine eigenen Sachen machen. So, wo geht's jetzt hier weiter? Es ging dann weiter mit ne, Epic Compilations von World of Warcraft Let's Test Videos, von gewissen Spielen, die ich einmal angespielt habe. Natürlich einfach mal ein bisschen ja, zeigen wollte. Hier im Dezember 2015 fing es dann an mit meinem Anime-Projekt Black Widow, wo ich euch dann so ein bisschen erklärt habe, was ich da überhaupt vorhabe, nämlich die Anime-Buchverfilmung von meinem selbstgeschriebenen Buch Black Widow. Da gab es im 2013 auch mal eine kleine Hörprobe, die ist mittlerweile auch in den Playlisten mit drinne, von den Black Widow-Sachen für den Anime. Auch wenn dieses Video, was ich jetzt hier gerade mache, erst im Juli herauskommt, kann ich es heute nicht sagen, weil ich es Anfang Mai aufnehme, wie es aussieht mit dem Fortschritt, aber ich denke, dass im Laufe der Zeit da etwas dazukommen sollte. Ja, und die letzten Dinge, die ich jetzt so, ich sag mal, seit 2016 in Angriff genommen hatte, waren mir zu sagen, ich möchte mal wieder ein bisschen was auf YouTube machen. Ich möchte jetzt nicht diesen Kanal völlig einstauben lassen. Da habe ich ja dann angefangen eben mit dem Anime-Projekten. Hab denn die Informationen gegeben, was es jetzt so, wie der Start aussehen soll mit Let's Plays. Dann halt wieder langsam World of Warcraft-Lore. Bisschen Anime-Zeug und halt neue Projekte, wie zum Beispiel Blackie's Life jetzt seit neuestem. Dieses Projekt, also das wir jetzt gerade führen. Ja. Habe dann also Let's Play Final Fantasy VIII im Laufe der Zeit abgeschlossen. Habe angefangen mit Portal Knights, den Minecraft 2.0 besser gesagt. Und heute, nee, das war noch nicht heute. Dann habe ich angefangen mit Livestreams, hat mir so ein bisschen überlegt, was möchte ich alles auf diesem Kanal machen? Ich möchte so viel wie möglich machen, das, was mir Spaß macht. Und das irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Livestreams finden ja mittlerweile, glaube ich, jeden zweiten Samstag statt. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht zu hundertprozentig. Und heute, ist immer noch nicht heute, ist immer noch nicht Seite 1. Hab dann halt irgendwann mal angefangen mit Let's Play Final Fantasy IX. Das werdet ihr dann auch in der nächsten Woche mitbekommen. Und, ah, hier, heute, ihr Gold, heute. Die letzten Stände der Dinge sind dann halt für den Mai gewesen. Gewinnspiele, ne? Dann Let's Play Final Fantasy IX auch für den Mai. Dann halt so die neuen Ideen für World of Warcraft Lore Entstehung, also erfundene World of Warcraft Lore, beziehungsweise verdrehte World of Warcraft Lore. Die sind kurz vor diesem Video hier entstanden. Ich gucke auch immer ab und zu mal in den Uploadplan rein. Blackie's Lives Dinge, Let's Play Final Fantasy 9 Dinge und dann halt jetzt hier die allerletzten Livestream Days, die schon lange online sein sollten und zwar im Mai, in der zweiten Maiwoche. Ein Stand der Dinge Video und als allerletztes habe ich jetzt hier das verdrehte World of Warcraft Lore Video Lich König Muradin. Ja, das ist sozusagen für euch auf YouTube genau letzten Mittwoch herausgegeben worden. Und so ist heute der Stand der Dinge. Denn heute ist Blackies Live 7 dran und das ist genau in der Juliwoche. Genau bis dahin geht es sozusagen. Nö, passt ja super. Ja, wie schon gesagt, Final Fantasy VIII wird im Laufe des Augustes abgeschlossen. Mache ich ja immer so einen kleinen Wechsel. Ne? Portal Knights wird kurzweilig jetzt pausiert. Die letzte Episode jetzt am Montag rausgekommen und nächsten Montag für euch am 1. August
wird dann Final Fantasy 9 starten. Auch eine kleine Final Fantasy 9 Woche mit Montag, Mittwoch und Freitag Final Fantasy 9. Und dann eben im Wechsel ne Final Fantasy 8 und 9 bis in den September rein, bis dann halt Final Fantasy 8 abgeschlossen ist. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Mal schauen, wo es sich noch hin entwickelt. Ich habe wahrscheinlich schon wieder viel zu lange geredet. Aber es hat ja gepasst. Und vielleicht, Blackie's Life ist halt ein bisschen länger. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wohin es sich entwickelt. Ich habe jetzt momentan halt, wenn ich so sehe, ich bin jetzt im Mai, nehme dieses Video auf für, sage ich jetzt mal, knapp August. Ja, das ist natürlich eine ganze Weile hin, bis Ende Juli, Entschuldigung. Das ist natürlich eine ganze Weile hin, also das sind ja fast 3 Monate, die ich jetzt vorproduziert habe. Die Zeit ist natürlich da für den Anime, keine Frage, ja. Also da werden dann im Laufe des August, denke ich mal, ein paar Anime-Spezials reingeknallt werden. Noch ein paar World of Warcraft-Laws, ansonsten die Let's Plays laufen ja soweit. Die habe ich jetzt eigentlich schon soweit eigentlich fast den September fertig. Fehlt halt noch ein bisschen was. Und dann kommen halt samstags immer mal wieder Livestreams. Gut. Das ist also so der Stand der Dinge für YouTube, wie ich dazu kam. Und ja, ich habe jetzt gar nicht die kleinen Probleme angeschnitten, aber ja, die anfänglichen Probleme waren natürlich die Audioqualität. Das habe ich erst sehr, sehr spät gefixt. Ich habe mir sehr, sehr spät mein professionelles Mikrofon gekauft, was ich heute noch hier habe, womit ich heute die Aufnahmen mache. Ja, wie gesagt, die Änderungen zum Podcast, nenne ich es jetzt mal, habe ich ja relativ früh angefangen, weil ich einfach mal mitbekommen habe, dass das auch nicht so mein Ding ist, was ich machen möchte oder was ich machen kann. Und ja, mal schauen, wo sich der Kanal hin entwickelt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich im Juli wahrscheinlich nochmal ein neues Infovideo machen werde, wie es aussieht mit der Zukunft, wie da so die nächsten 2-3 Monate sind, dann bis Oktober. Und dann schauen wir mal. Gut. Ich weiß noch nicht, worüber wir das nächste Mal reden können in Blackie's Life. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Aber es wird, denke ich mal, auf jeden Fall noch Potenzial geben. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und falls ihr noch mit von Anfang an dabei seid, ich kenne da noch so ein paar, ne? Coding Force zum Beispiel, dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ne? Dass ihr noch lebt oder wie lange ihr schon dabei seid. Das würde mich auf jeden Fall mal freuen, mal wieder ein paar von den alten Hasen hier zu sehen. Und wenn ihr neu dabei seid, dann ja, erwartet euch ein vollgepacktes Jahr mit Let's Plays, World of Warcraft Lore, Blackie's Life, Livestreams, Gewinnspielen und einiges anderem. Joa. Noch so ein kleines Infovideo. Bisschen Werbung. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Wir haben knappe 40 Minuten geredet. Ist halt ein kleiner Podcast. Könnt ihr während dem Zocken hören oder was auch immer, wenn ihr wollt. Und dann, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Blackie's Life oder sonst irgendwas auf diesem Kanal. Ne, Let's Plays, World of Warcraft Lore, was euch interessiert. Ich versuche ja, so viel wie möglich von euch abzudecken. Das meiste ist, warum auch immer, World of Warcraft Lore. Auch wenn ich denke, dass World of Warcraft mittlerweile echt ein bisschen doof ist. Aber Ende August kommt ja dann irgendwann mal das neue Addon raus, Legion. Und vielleicht können wir da auch mal wieder ein bisschen was machen. Let's Plays oder keine Ahnung. Mal schauen. Ne, wir werden es sehen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Breckage. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao, ciao.